War einmal ein Revoluzer, im Zivilstand Lampenputzer, ging im Revoluzerschritt mit den Revoluzern mit. Und er schrie, ich revolüze, und die Revoluzermütze schob er auf das linke Ohr, kam sich höchst gefährlich vor. Doch die Revoluzer schritten mitten in der Straße mitten, wo er sonst unverdrutzt alle Gaslaternen putzt. Putz, putz. Sie vom Boden zu entfernen, rupfte man die Gaslaternen aus dem Straßenpflaster aus, zwecks des Barrikadenbaus. Aus dem Straßenpflaster aus, zwecks des Barrikadenbaus. Aber unser Revoluzer schrie, ich bin der Lampenputzer dieses guten Leuchtelichts. Bitte, bitte tut ihm nichts, wenn wir ihnen das Licht ausdrehen, kann kein Bürger nichts mehr sehen. Lass die Lampen stehen, ich bitt, denn sonst spiel ich nicht mehr mit, nicht mehr mit, nicht mehr mit, denn sonst spiel ich nicht mehr mit. Doch die Revoluzer lachten und die Gaslaternen krachten, der Lampenputzer schlich fort und weinte bitter, bitterlich. Dann ist er zu Haus geblieben und hat dort ein Buch geschrieben, nämlich wie man revoluzt, nämlich wie man revoluzt, nämlich wie man revoluzt. Und dabei, doch Lampen tot.